Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt die New Holland D1000 Ballenpresse an in der Version 1.0. Das Ganze kommt vom Modder 4D Modding. Gibt es neben PC, Mac, auch für PlayStation 4, Xbox One. Findet ihr einmal in der Kategorie Werkzeuge und dann Ballentechnik. Ihr solltet das Strohbergungs-Addon aktiviert haben bei diesem Mod, weil es ansonsten zu Fehlern kommen kann, beziehungsweise allgemein Fehler kommen, beziehungsweise Log-Einträge kommen. Ja, John Deere D1000, 3916 Liter Presskapazität, 95 PS empfohlene Leistung bei 16 km/h maximale Arbeitsgeschwindigkeit für 18.325 Euro in der Anschaffung sowie 934 Euro im Leasing. Ihr habt drei Farbkonfigblöcke, einmal die Felgenfarbe, die Hauptfarbe und die Designfarbe. Könnt ihr alles querbeet einstellen. Ansonsten habt ihr mit Reifenhersteller, Reifenvariante, Design und Verbrauchsmaterial auffüllen. Insgesamt 5 Config-Blöcke, ohne Strohbergungs-Addon 4 Config-Blöcke. Das Strohbergungs-Addon wird vom Modder nicht explizit erwähnt, dass dies gebraucht wird, aber wie ich gerade eben schon gesagt habe, schauen wir uns später dann auch an, kann es da noch zu Fehlern kommen. So, ansonsten mit Reifenhersteller haben wir Lizard mit mehreren Bereifungen, beziehungsweise insgesamt 5 Stück, ne? Also da habt ihr die Qual, 3 Stück so rum, da habt ihr die Qual der Wahl. Bei Michelin habt ihr auch hier Balloons, SHA2, Erkill, XP-Pier und alles mit dazu. Also da habt ihr auch einiges. Und dann habt ihr Trelleborg auch noch mit dazu. Allerdings der Twin Radial 566-22 halbe Reifung. Design haben wir Nummer 1. Einmal Standardballenpresse. Dann haben wir dieses D800Y plus ein Feuerlöscher. Ne, da seht ihr, da kommt der Feuerlöscher hier mit dazu. Ansonsten ändert sich jetzt vom Design her selber nicht so viel, ne? Sieht man das. Dann gibt es das Ganze als 2 Feuerlöscher und dann gibt es auch noch mit allen Feuerlöchern. Ist halt im Endeffekt Design. Dann gibt es Design Nummer 2, keine Registration, also Kennzeichen. Und dann habt ihr eine Menge an Kennzeichen. Holy moly, ich gehe mal durch. Irland haben wir. Mit sämtlichen Regionen, ne? Also gefühlt alle Regionen Irlands. Dann haben wir, wenn wir da mal bei Irland raus sind, Australien. British Columbia, also Kanada, Belgien, Deutschland, 2 Kennzeichen, Dänemark, Frankreich, Italien, 2 Kennzeichen, Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Schwitzerland, Südafrika, United Kingdom, 2, 3, 4 Stück, Nordirland, 1, 2, 3, Schottland, 1, Wales, USA, haben wir dann Iowa, Kansas, Missouri, Mississippi, Nebraska, New Jersey, New York, Oklahoma und dann sind wir wieder bei No Registration. Holy moly. So, dann haben wir noch ein Verbrauchsmaterial. Da haben wir Garn und Melasse manuell nachfüllen. Garn manuelle Nachfüllung, Melasse automatisch. Dann haben wir Bindfaden / Melasse automatisch. Dann haben wir Bindfaden automatisch. Ne, und dann haben wir alles wieder manuell. Ist alles ein bisschen kompliziert. Also Garn manuelle Nachfüllung. Dann haben wir Bindfaden / Melasse automatische Nachfüllung für 10.000. Dann haben wir Bindfäden automatische Nachfüllung, aber halt nicht die Melasse. Ne? Und dann haben wir Garn und Melasse wiederum manuell, also das, was die Standardfunktion ist. So, schauen wir uns das gute Stück in dem Fall mal an. New Holland D800. Die Diegels sind leider ein bisschen verpixelt, beziehungsweise ein bisschen unscharf. Da könnte man nochmal nachbessern. Bei diesen Standardbereifungen, die ich jetzt hier einfach mal gewählt habe, gibt es keine Angabe oder so. Bei den Trelleborg habt ihr das dann alles mit draufstehen etc. Das ist weniger das Problem. Vorne der Pickup. Einmal Anschlüsse, Zapfwelle, Code, dynamische Kabelschläuche, schauen wir uns dann später in dem Falle noch mit an. Ein paar Warnhinweise, New Holland hier oben drauf, der Melassetank, in dem Falle mit dabei, gegenüberliegende Seite das gleiche in grün. Hinten haben wir dann einmal den Auswurf, der ist eigentlich zusammengeklappt, der ist jetzt hier schon mal aufgeklappt. Bremslichter, Blinker, hier kommt normalerweise ein Kennzeichen hin, haben wir dann bei den anderen drei. Arbeitsleuchten hinten, da nochmal Bremslichter, Blinker, wir haben hier eine Rundumleuchte mit dabei. Hier wäre dann rein theoretisch gesehen im Feuerlöscher, wenn man es denn ausgewählt hat, genauso wie hier vorne. Haben wir aber bei den anderen Modellen alles, ne? Prinzipiell geht das in Ordnung. Wie gesagt, die Diegels ein bisschen unscharf, ein bisschen pixelig, aber ansonsten geht das soweit an sich klar. Ich habe da hier schon mal was vorbereitet. Ihr seht das Ganze. Ist ein bisschen eng, aber prinzipiell haut es hin, ne? Zapfwelle, Anschluss, dynamische Kabel, Schläuche, alles hin. Hier haben wir dann zum Beispiel noch den Feuerlöscher, der mit dazu ist. Soweit so klar. Hier haben wir jetzt dann noch den Feuerlöscher mit dazu. Ne? Also, und so sieht das Ganze halt eingeklappt aus. Ne? Einmal hier noch Oklahoma als Kennzeichen. Schick schön. So, ansonsten wird es jetzt ein bisschen komplizierter. Und zwar mit der Taste X könnt ihr das Ganze aufklappen. Soweit so klar. Ne?
alles schicki, alles cool. Mit der Taste N könnt ihr die Abdeckung öffnen. Da öffnet sich hier hinten allerdings nur eine Klappe. Die geht nach hinten auf. Das habe ich nicht so wirklich verstanden, wird allerdings auch nirgendwo erklärt. Ja. Und denn es gibt von dem Modder ein separates Bild, wo diese Türen hier zu öffnen sind. Weil irgendwo muss ja der Bindfaden und der Garn und Co. muss ja irgendwie mit rein. Ich habe allerdings absolut keine Option gefunden, wie. Also ich habe Simple IC, die neueste Version mittlerweile drauf. Ich habe hier keine Simple IC-Punkte, wie ich das Ganze öffne. Es wird auch nicht geschrieben, dass der Mod Simple IC unterstützt. Aber ich kriege das hier partout nicht auf. Ja, auf den Bildern sieht man es aber. Also keine Ahnung. Muss ich mich geschlagen geben? Keine Ahnung. So, fahren wir mal ein bisschen weiter vor. Taste N, Pickup senken bzw. Pickup anheben. Mit der Taste B aktivieren. Hier hört jetzt Piep Piep. Das kommt immer, wenn ein Ballen fertig gepresst worden ist. Das heißt, wir fahren jetzt mal ein bisschen hier dazu. Ja. Beep, beep. Und dann seht ihr hier, zack, ist ein Ballen fertig. Wir haben jetzt aber zwei Anzeigen hier. Wir haben ja jetzt dieses automatische Aufgefülle. Das heißt, ich kann ja jetzt hier, ihr seht, Molasse kann ich hier noch zum Beispiel mit reinnehmen. Oder halt das. Das Ganze seht ihr hier. Wir haben jetzt Molasse. Wir haben jetzt die sogenannten Garnrollen noch mit dabei. Und wo war es jetzt hier noch? Zack, zack, ne, das ist ja Fülltyp 2. Das, Fülltyp 3, Fülltyp 4. Wasser noch mit dazu. Dann seht ihr hier, wir haben jetzt Wasser. Wir haben jetzt Garnrollen und wir haben Melasse. Garnrollen sind 16 Stück drin, etc., etc. Aber auch jetzt hier, wenn ich einmal wieder irgendwas machen will, also ich mache das Ding beispielsweise zu, ne, und ich versuche es wieder aufzumachen, ich kriege per se das Ding nicht auf. Ne? Also... Es gibt halt nichts. X ist hier hinten, der ganze Spaß, und das war's dann halt. Ihr seht aber auch, ich kann ohne dieses ganze Material arbeiten. Ich bin aber mir auch gerade ziemlich der Meinung, dass ich das Ganze hier auf Automatikmodus gestellt habe. Aber gut, dann belassen wir das dann mal dabei. Wir fahren einfach mal weiter. Ihr seht, es macht immer Piep-Piep. Ne? Piep-Piep, Piep-Piep, Piep-Piep. Ne? Und das heißt, jedes Mal wird ein Ballen da mit rausgenommen. Ihr seht jetzt aber auch hier von Melasse und Garnrollen und Kohl wird nichts verbraucht. Das liegt allerdings wiederum daran, dass ich halt automatisch eingestellt habe. Ich wollte es euch jetzt aber in dem Fall einfach nochmal mit zeigen. Es gibt noch eine kleine Diskrepanz zwischen der Anzeige 3900 und ein paar zerquetschte Liter zu dem, was hier wirklich rauskommt. Denn ihr seht, es kommt am Ende des Tages ein Ball mit 2800 Litern raus und nicht mit 3900 irgendwas. Also die Shop-Angabe über das Pressvolumen an sich ist falsch. Ihr seht auch, die Ballen sehen anders aus, die haben eine andere Form. Die Abmaße sind 0,6 x 0,9 x 2,4 Meter. Da müsstet ihr also auch dementsprechend mit Ballenwägen etc. aufpassen, also mit Sammelwägen. Das muss nicht unbedingt klappen, beziehungsweise wird in der Regel nicht klappen. Aber wir haben auf jeden Fall das schöne Gepiepe. Das ist ja schon mal recht schick schön. Wie gesagt, die Melasse, das Wasser, das könnt ihr jetzt an sich per se alles ignorieren. Ne, wenn ich das Ganze jetzt hier rausmache, zack und zack, dann seht ihr, haben wir nur das hier und es funktioniert genauso, weil automatische Nachfüllung mit drin ist. Wenn ihr es manuell habt, müsst ihr es natürlich automatisch, also manuell nachfüllen und dann verbraucht sich der ganze Spaß auch. Soweit so klar. So, Lok ist in dem Fall sauber, wie ihr jetzt hier seht. Ich blende euch aber mal hier einen Lok ein, wenn ihr das Ganze ohne das Strohbergungs-Addon spielt. Da kommen nämlich Warnings ohne Ende raus, weil die Fill-Types fehlen, ne? Logischerweise. Deswegen da nochmal vom Modder nachbessern, mit Strohbergung oder wenigstens einen Hinweis hinschreiben. Das wäre, denke ich mal, für die Downloader/Spieler noch am angenehmsten. Nun, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer mit in der Videobeschreibung verlinkt. Ne, ich danke wie immer auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis denne, haut rein, tschüssi, Kowski.